Hey, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich möchte heute eine Geschichte mit euch teilen, die davon handelt, wie ich mich erst überhaupt nicht aufraffen konnte, heute rauszugehen, heute Morgen in aller Früh, und was passiert ist, als ich es dann doch gemacht habe. Entschuldigt bitte die Soundkulisse, ich sitze hier zwar im Wald, aber ich war mir nicht bewusst, dass die Straße so nah ist. Ich hoffe, man hört das nicht so laut. Ich bin heute Morgen in aller Früh aufgestanden, der Wecker hat kurz vor 5 geklingelt, denn ich wollte unbedingt rausgehen und fotografieren. Vivi von Nature and Stories, meine Freundin, hat vor einiger Zeit einen Fuchsbau gefunden und hat den so ein bisschen mit der Wildkamera beobachtet. Und wir haben seit einiger Zeit die Hoffnung, dass wir endlich mal ein paar Füchse in der Nähe sehen. Bisher hat es jedoch noch nicht geklappt. Ich war zuletzt relativ häufig draußen und irgendwie hat es nie so recht geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Dementsprechend sinkt dann auch immer die Motivation, ein weiteres Mal rauszugehen. Und heute Morgen war ich dann so ein bisschen an meinem Tiefpunkt, habe mich dann aber doch aufgerafft, als mir aufgefallen ist, dass ich derjenige bin, der zuletzt ein Video über Motivation gemacht hat und wie wichtig es ist, dass man trotz allem rausgeht und es einfach trotzdem versucht. Ich bin dann also raus und das Erste, was passiert ist, ist, dass Rehe mich gesehen haben, bevor ich sie gesehen habe. Und das war natürlich direkt mal so ein Motivationsdämpfer, denn die kamen von einer Stelle, wo ich sie überhaupt nicht erwartet hätte. Die kamen von dem Weg rechts oben von der Hochschule runtergelaufen, wo so ein Kiesweg ist und wo man eigentlich nie Rehe antrifft. An dem Morgen schon, und so haben sie mich gesehen, bevor ich sie gesehen habe. Und da dachte ich eigentlich schon, dass der Morgen gelaufen ist, denn meistens schrecken die alles auf und dann war es das. Vor einiger Zeit ist mir was Ähnliches schon mal passiert und ich bin dann einfach trotzdem weitergelaufen und habe zum Glück dieses wunderschöne Foto von den Spinnennetzen gemacht. Und so habe ich auch an diesem Morgen gedacht, naja, vielleicht gehe ich einfach trotzdem weiter und guck mal, was passiert. Jetzt bin ich ja schon hier. Und ungefähr 150 Meter weiter habe ich dann einen Feldhasen auf dem Weg sitzen sehen, der relativ entspannt war. Und ich habe mich dann in mein Tarntuch eingehüllt und mich hinter so ein Grasbüschel gesetzt und ihn ein bisschen beobachtet. Und ich hatte auch die Vermutung, dass er mich gesehen hat. Dann hat er mal wieder so rübergeschaut. Aber er ließ sich nicht davon abhalten, trotzdem immer näher zu kommen. Und so hatte ich dann die Gelegenheit, ein paar schöne Aufnahmen und auch Fotos von diesem Hasen zu machen. Und das hat meine Laune natürlich direkt deutlich gesteigert. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist schon genug für den Morgen. Ich brauche gar nicht mehr, um glücklich zu sein. Ich gehe aber einfach trotzdem mal weiter. Wer weiß, was der Morgen noch zu bieten hat. Und nochmal 300 Meter weiter habe ich dann ein Reh in einer kleinen Lichtung hinter einem Stückchen Wald an einer Wiese stehen sehen, wo wir im Frühling relativ häufig Erfolg hatten. Denn da steht ein Kirschbaum und da sind immer die Füchse, die Kirschen am Snacken. Und jetzt sind noch keine Kirschen da, deswegen sind Tiere da auch noch relativ rar. Aber an dem Morgen war ein Reh dort und das war das nächste große Highlight. Das war deutlich mehr, als ich an dem Morgen erwartet hätte und mir gewünscht hätte. Ich wollte mein Glück dann auch nicht weiter strapazieren und bin einfach wieder Richtung nach Hause gegangen. Auf dem Weg nach Hause ist dann noch ein Eichhörnchen durch die Bäume gesprungen und das hat immer mal wieder kurz gehalten, sodass ich ein Foto machen konnte. Das hat leider nicht für Videoaufnahmen gereicht, denn dafür war es dann doch zu schnell. Aber für immer mal einen kurzen Schnappschuss hier und da hat es gereicht und das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, warum erzähle ich euch das Ganze eigentlich? Ich habe nach meinem letzten Video, wo es ja auch um das Thema Motivation ging, so viele Kommentare bekommen von euch, von Leuten, die gesagt haben, dass es ihnen entweder genauso geht oder dass sie sich sehr angesprochen fühlen und dass sie jetzt ein bisschen Kraft getankt haben, um wieder rauszugehen, zu fotografieren. Und in den nächsten Tagen danach habe ich dann sogar noch eine Nachricht auf Instagram bekommen von jemandem, der mir erzählt hat, dass er dieses eine Foto nicht gemacht hätte, wenn er vorher nicht mein Video zum Thema Motivation gesehen hätte. Denn dann hätte er die Szene einfach nur beobachtet und vorbeiziehen lassen. Das hat mich so glücklich gemacht, denn das ist im Endeffekt genau das, warum ich das alles hier mache. Und zu sehen, dass es wirklich einen Effekt bei euch hat, ist einfach nur cool. Das macht mich sehr glücklich. Ich möchte also auch in Zukunft keine Situation ungenutzt lassen, euch von meinen Situationen zu erzählen, in denen ich keine Lust hatte oder mich schwer getan habe. Denn ich habe das Gefühl, manchmal muss man einfach hören, dass es anderen auch so geht, um selber wieder die Kraft zu finden und über seinen eigenen Schatten zu springen und trotzdem einfach rauszugehen.
Also wenn euch das ein bisschen inspiriert hat, dann teilt das Video doch gerne oder schreibt es in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.